Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und es geht weiter mit unserem Sprinter Umbau. Hier steht er, schon komplett zerlegt. Ich habe nur mal die Kabine der Optik halber mit dabei. Das war er einmal. Heute dreht sich es eigentlich nur um das Fahrgestell und den Einbau des Bausatzes. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was hergerichtet und ich baue jetzt schnell um. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen und dann würde ich sagen, dann bauen wir diesen tollen Bausatz auch gleich in das Modell ein. Los geht's! Bevor wir richtig loslegen, habe ich euch jetzt hier einmal noch einen kurzen Überblick von den Sachen, die ich mal vorbereitet habe. Ich zoome nachher natürlich näher hin, damit ihr näher am Geschehen seid. Aber hier kann ich euch das jetzt wunderbar zeigen, was ich momentan jetzt alles mal hergerichtet habe. Wir haben einen Dremel mit dabei, einmal mit Fräse, einmal mit Trennscheibe, Sekundenkleber, eine Knipex, Stift. Ganz wichtig, einen Sechskantschlüssel 2 mm, also ein Zweier. Den brauchen wir später für die mitgelieferten Schrauben. Für die Muttern dann einen normalen Schraubenzieher, ein Gradwerkzeug, Pinzette und Sechskantschlüssel, Schieblehre. Das hier ist auch ganz wichtig. Ich habe mir die Anleitung vorher durchgeguckt, was ich hier alles herrichten muss. Deswegen habe ich es auch extra aufgeschrieben. Einen Torx T6. Da muss ich tatsächlich suchen, denn selbst in meiner doch relativ gut equippten Werkstatt ist das jetzt nicht etwas, was ich dauernd in den Fingern habe. Ich habe einen, wenn ihr den nicht habt und ihr wollt den Bausatz einbauen, schaut vorher danach. Gibt es auch ganz, also meiner ist jetzt aus einem Feinmechaniker-Set für Handy-Reparaturen, wo lauter Spezialschlüssel auch mit dabei sind. Da kommt jetzt der hierher. Ist wie gesagt ein T6. Torx-Schlüssel, ist ein furchtbar kleines Teil. Ein paar Zangen, ich habe den Heißkleber warm gemacht, wir haben den Lötkolben mit dabei, weil wir müssen die Motoren einlöten. Da hinten ist noch das Multitool zum Ausfräsen mit dabei, eine Säge ist mit dabei. Dann steht in der Anleitung, wir brauchen für die Lenkung einen 1 mm Draht. Ich habe jetzt keinen 1 mm Draht, das sind 1,2. Und ich habe sowas tatsächlich hier nicht rumliegen gehabt. Denn meine Lenkungen sind normal immer mit Kugelköpfen angelenkt. Und dachte mir, okay, wo kriege ich das her? Ich war hier bei meiner Frau Wildern. Das ist nämlich ein Steckdraht von Blumendeko. Das kennt ihr vielleicht. Da sind dann manchmal so Schmetterlinge oder irgend so ein Gedöns dran. Perfekt. Der ist relativ fest. Man kann ihn aber gut biegen. Ich hoffe, der tut seinen Dienst. Ansonsten muss ich mir nochmal was Neues überlegen. Dann habe ich mitgebracht einen kleinen Servo, 4 Motoren, ich habe die Kabel schon mal vorbereitet und den Bausatz von Harztech. Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Anleitung habe ich mir ausgedruckt. Dann haben wir hier unseren Unterbau vom Sprinter. Akkuschrauber liegt hier drüben noch. Und für den Servo zum Neutralisieren habe ich hier noch einen Lipo und einen Servotester. Die brauchen wir jetzt alle später. So, das ist mal so grob der Überblick an Werkzeug und Material, das ich hier vorbereitet habe. Und jetzt dürft ihr etwas näher herkommen und dann legen wir los. Gut, schauen wir uns das Ganze doch mal gemeinsam an. Ich habe hier das Set, so wie es kommt, wenn man es bestellt. Holen wir gerade den großen Teil raus. Ich habe mir das natürlich vorher schon mal ein bisschen angeschaut in der Anleitung jetzt, aber ich habe es selber noch nicht gebaut. Ist also auch mein erster Harztech-Bausatz. Hier steht nochmal drauf, was alles drin ist. Also für den Mercedes-Sprinter. Wir haben 2 Päckchen mit Schrauben mit dabei. Haufen Federn. Der erste Teil fliegt schon. So, die Motorträger, mal gucken. So. Jawohl, was wohin kommt, schauen wir uns gleich an. Ich habe mir die Anleitung rausgedruckt. Die gibt es als PDF, ganz einfach auf der Seite zum Runterladen. Ist also überhaupt kein Problem. Und ich mache das sonst auch öfters am Tablet oder stelle mir hier den Laptop hin. Hier ist natürlich praktischer, wenn wir einfach die ausgedruckte Anleitung nehmen.
Ich gehe das einfach mit euch durch. Ich lese euch das kurz vor, dann braucht ihr das nicht selber lesen. Punkt 1 ist, in die Achsschenkel werden die Getriebemotoren mit den M1,6 Schrauben befestigt. Vorher sollte man die Kabel anlöten, da die Motoren unterschiedlich drehen, sollte man auf die Polung achten. Völlig klar, kenne ich von meinen Achsen her. Das heißt, ich muss hier einmal die Polung umdrehen. Ich mache das jetzt hier aber absichtlich nicht, denn ich weiß nicht, wenn ich mich hier vertue, dann wird es ganz kurios. Das heißt, ich mache jetzt tatsächlich alle Plus auf Plus und Minus auf Minus und mache dann die Polung später, wenn ich die Elektronik fest anschließe, weil dann weiß ich, was vorne hinten ist, dann weiß ich, wie es fest verbaut ist. Dann kann ich das wesentlich besser steuern. Die Kabel habe ich schon vorbereitet und die werden wir auch gleich hier einlöten. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier sehen wir das Bild. Das sind die Achsschenkel. Ich habe heute die Handschuhe an, denn wir müssen nachher mit Sekundenkleber hantieren. Und Sekundenkleber und ich sind keine Freunde. Also wirklich nicht. Und das Schlimme ist, wenn ich mit Sekundenkleber hantiere, dann werden meine Finger untereinander ganz feste Freunde. Und das wird dann ganz schlimm. Deswegen, so. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das hier am ungeschicktesten machen. Und zwar ist es so, machen wir hier. Hier sind jetzt Löcher drin, hier ist ein Loch drin, hier wird das irgendwie nachher festgeschraubt und hier sind zwei drin, da kommen die Kabel durch. Das heißt, ich muss jetzt hier die Kabel durchstecken, anlöten und dann da reinstecken. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, ob das so aneinander überhaupt vorbeigeht. Wenn ich das hier... Ja, das dachte ich mir. Also, ich kann es jetzt nicht löten und dann hineinstecken. Ich muss es eigentlich schon fast da drinnen löten. Zumindest muss ich da vorbei sein. Ja, wobei, das ist kein Problem. Da komme ich gut hin. Glaube ich noch. Ja, ich glaube, das geht. Bin dann nachher mal gespannt, wie das Ganze zusammenpasst. Ist recht eng. Also hier sieht man es jetzt. Hier steckt jetzt der Motor drin. Und da muss ich jetzt meine zwei Kabel hinlöten. Aber wenn die Kabel dran sind, dann wird es schon streng hier am aneinander vorbeiführen. Oder mal ein bisschen Lötzinn drauf. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Video schon mal erwähnt. Orientiert euch nicht an meinen Lötkenntnissen. Ich habe nämlich faktisch keine. Ich mache es einfach. Ich mache das jetzt mit der Pinzette am besten drauf, oder? Ja. Wo ist Plus, wo ist Minus? Minus ist drüben. So. Also ich stopfe es jetzt doch gleich rein. Und werde das mit der Pinzette machen. Denn ich glaube nicht, dass ich das anders hier so reinbringe, ohne dass ich die Kabel dann auf Dauer irgendwie kaputt mache. Mit dem Rein- und Rausgeschopper. So. Naja, geht echt gut. Ich ziehe die Kabel hier ein bisschen raus. Also ihr seht, jetzt sind sie da drin. Und ich mache jetzt aber nur einen Klecks Heißkleber drauf als Zugentlastung. Weil das Ganze bewegt sich ja nachher hier auch vielleicht noch ein bisschen. Ich traue dem nicht. Ich will die Lötstellen auf jeden Fall safe haben. Also hier geht jetzt das Kabel hinaus. Und... Was den Teil angeht, war es das irgendwie schon. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Hier ist der zweite. Gleiche Spiel. Also erst hier. Vielleicht geht es auch einfacher. Ich weiß es nicht. Vielleicht stelle ich mich jetzt auch bloß an wie der letzte Mensch. Aber wir werden das hinbekommen. Kabel wieder hier rein.
einmal plus. Genau, also hier müsste ich normalerweise jetzt einmal umdrehen, gell? Also das einmal auf der einen Seite ist Minus auf Plus und einmal ist Plus auf Plus. Wie gesagt, nachdem ich mir hier das nicht merken möchte, sondern das kann ich das auch nachher einfach nochmal dann beim Anschließen an den Fahrregler so umdrehen. Und dann kann ich das auch nochmal in Ruhe testen, das ist alles kein Problem. Hier nochmal sehr schön zu sehen, also hier sind die Motoren drin. Die Motoren haben jetzt hier praktischerweise keine durchgehende Welle, das heißt, die haben hinten einen Deckel drauf. Und diese Welle, die manche, diese kleinen Motoren hier hinten haben, sieht man nicht. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht aufpassen. Wenn ihr welche habt, wo man die Welle sieht, sollte man natürlich darauf achten, nicht unbedingt den Heißkleber da drauf laufen zu lassen, denn sonst funktioniert unter Umständen der Motor nicht mehr. So, also mit den 1,6er Schrauben keine drin. Das heißt, die müssen dann hier irgendwo sein. Das sind dann die hier. Jetzt müsst ihr schauen, ich weiß jetzt nicht, wie lang die sind. Jeder Motor hat ja ein bisschen andere Übersetzungen, je nachdem, welche ihr einbaut. Und die haben dieses kleine Getriebe hier drin. Und jetzt sieht man es hier, hier sind ja die Schraubungen. Und hier zum Beispiel ist es so, dass ein relativ großes Zahnrad direkt runterkommt. Und wenn ich jetzt hier zu lange Schrauben habe, dann kann es sein, dass ich damit mein eigenes Getriebe blockiere. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber wenn man sie festschraubt, sollte man das natürlich einmal kurz testen, ob der Motor sich auch drehen lässt. Ja. Oder ob ich jetzt hiermit das festgeschraubt habe. Denn das darf natürlich nicht passieren. So. Dass die Schrauben dabei sind, finde ich schon mal super. Das sind M1,6. Die hat jetzt nicht jeder in der Schublade. Die hat wirklich nicht jeder. Und von dem her ist das schon mal super. Auch hier probiere ich es nochmal. Läuft wunderbar leicht. Eine Seite ist fertig. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Es sind genug Schrauben mit dabei. So, einmal. Das ist jetzt übrigens die nicht kugelgelagerte Variante. Weil ich mir gedacht habe, ich baue das jetzt so, wie es ist. Mal gerade mal gucken, dass die Welle auch frei dreht. Ja, läuft. Hier auch. Das ist gut. Passt gut rein. Jetzt sehe ich gerade, hier habe ich irgendwie mich verschraubt scheinbar. Oder nicht, oder falsch hingeschraubt, ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall nochmal ausrichten. Die passt. Die passt jetzt auch. Also man muss schon gucken, dass die gerade drin ist und sich da nichts verzogen hat. Jetzt drehe ich gerade nochmal ein bisschen lockerer. Weiß jetzt auch nicht, wo ich hier nochmal so. Ich glaube, durch die Kabel ist es ein bisschen gerutscht. Ich mache es nochmal unten ein bisschen fester. Dann sollst du es eigentlich gerade ziehen. Ja, sieht schon mal ganz gut aus, ansonsten müsst ihr nochmal nachkorrigieren. So. Machen wir gleich weiter. Wir kommen hier. Nun ist die Antriebseinheit für vorne fertig. Machen wir hier auch gleich weiter.
Auf die Öffnungen kommt die Kappe und werden mit den beiliegenden Schrauben 4 Stück K18x5 befestigt. Kappen sind diese hübschen kleinen Dinger hier. Und die haben hier auf der einen Seite eine Aussparung für die Kabel. Die kann man jetzt da drauf drücken und einfach mit den ebenfalls beiliegenden Schrauben befestigen. Ja. Wenn es denn will. Welche sind das? Sind das die richtigen? Ja. Und jetzt brauchen wir eben genau diesen Torx, den ich vorhin erwähnt habe. Schrauben wir beidseitig fest. So sieht das Ganze jetzt aus. Haben wir den einen Achsschenkel und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Gott sei Dank geht es mit dem Heißkleber gut. Und ich habe nicht alles voll geschmotzt. Aber ich glaube jetzt auch, dass durch den Deckel das gar nicht so viel, gar nicht so nötig gewesen wäre. Denn die Kabel laufen hier recht streng hier an dem Motor raus. So. Sind also fertig. Das sind sie, die zwei. Wie geht es weiter? Die Aufhängung für die Vorderachse und die Achsteile entgraten, dafür eignet sich am besten ein Messer. Das habe ich schon gemacht. Das sind diese zwei Teile hier. Die Achsteile können nun einmal zusammengesteckt werden, um zu gucken, ob alles gut sitzt. Keine kleinen Lücken schließen sich mit dem Sekundenkleber. Das war das Entgraten. Das war jetzt dieser probehalber Zusammenbau. Habe ich schon gemacht. Die Antriebsachsen einsetzen und die Achse an den Steckverbindungen mit Sekundenkleber verkleben. Achtung, nicht die Antriebsachsenlenkung verkleben. Ah, okay. Also. So, wenn man nicht alles wegschmeißt. Wir brauchen also einmal dieses obere Teil. Die zwei Plättchen für die Mitte kommen hier rein. Ne? Ich weiß nicht, sind die irgendwie unterschiedlich groß gefertigt worden, damit die genau eins links, eins rechts passen? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nicht gescheit entgratet, aber eigentlich, ne? So geht's. So, einmal die hier kommen hier rein und dann muss man nur aufpassen, wie rum der Servo montiert werden soll, beziehungsweise wohin. Na, wohin soll er denn? Das Bild führt mich etwas hier in die Irre. Ich muss gerade mal den Servo mit dazu nehmen, damit ich weiß, wie ich den nachher festschrauben kann. Auf welche Seite? Also hier passt er recht streng rein. Ne, also so rum geht's nicht. Das heißt, ich muss ihn auf diese Seite machen, weil er hier nicht dazwischen passt. Das heißt, der Servo kommt hier hin. Und dementsprechend kommen meine Achsen hier hin. Jawohl. Irreführung hier. Also man muss schon mitdenken. Ja, aber es funktioniert gut. Ich bin auch von den Druckteilen ganz begeistert. Also die sind super. Von der Qualität her sind auch überhaupt nicht so, dass ich sagen muss, oh, da muss man jetzt ewig viel nacharbeiten. Die laufen geschmeidig. Ist klasse. Also so sieht das Ganze aus. Ich zeige euch nochmal da, wo ich gerade hängen geblieben bin. Also auf die Seite kommt nachher der Servo. Und genau. So, wenn wir das hier haben, dann kommt von der Gegenseite hier wieder das andere Plattel drauf. Wir leiten mir noch eine Hand.
jetzt hat es. Ah, man muss nur wissen, wie. Der Thorsten von Harztech macht das wahrscheinlich in Sekundenschnelle. Also, so schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt müssen wir das Ganze verkleben. Und zwar hier oben und hier unten einmal verkleben, damit es sozusagen ein Block wird. Ich schaue jetzt gerade nochmal auf den Plan. Haben wir das hier richtig gemacht? Ja, schaut gut aus. So, wo ist mein heißgeliebter Sekundenkleber? Ich habe hier so einen Pattex, der hoffentlich das klebt, was ich möchte und nicht mehr. So. Ich habe übrigens hier einen Flüssig, auf dem stand, läuft in die Ritzen vom Modell. Das ist ganz praktisch hier. Das könnte mir nutzen. Das muss ich jetzt kurz aushärten. Und dann kommt schon. Hier steht, nach dem Aushärten montieren wir das Servo. Zum Anlenken reicht eine 1 mm Stange. Habe ich jetzt nicht. Ich habe 1,2. Ist aber überhaupt kein Problem. Löcher sind ja eh schon vorhanden. Kann ich ein bisschen vor oder noch mal ein bisschen nachbohren und dann läuft es. Ich klebe jetzt gleich die Rückseite. So. Ist ja Sekundenkleber. Sollte ja auch in Sekunden kleben. Aber wir können ja gerade mal gucken, was hier so passiert. Nach den Ausschneidarbeiten am Fahrzeug. Okay, jetzt kommt dann das ganze Ausschneiden. Laut Anleitung. Und schauen wir mal, hier bauen wir die Achse ein. Während der hier gerade trocknet, würde ich jetzt gerade mal hier schauen, weiter geht es mit der Hinterachse. Hier werden auch die Teile entgratet und verklebt. 9, 10, 11, also das ist immer nummeriert. Und die Nummerierung ist hier auf der ersten Seite erklärt, was was ist. Also falls man da nicht sofort drauf schließt aufgrund des Bildes. Wie gesagt, ich habe es ausgedruckt, ist jetzt auch nicht die beste Qualität vom Druck her. Ist aber gut erkennbar, auch wenn es vielleicht im Video nicht so aussieht. Genau. Also wir brauchen diese zwei Seitenteile und das Mittelteil hier. Und die werden hier auch zusammengesteckt und auch verklebt. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Dann kann das nebenher auch wieder trocknen. So. So, ich klebe wieder fest und das Modell noch nicht. Also das wieder. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich und Sekundenkleber. Mal hier ein bisschen in den Spalt noch mit rein. Dass das wirklich ein sauberes Teil wird. Ich stelle das jetzt hier wirklich hin, damit das auch gerade bleibt irgendwie. So. Lassen wir das mal schnell antrocknen. Hoffen, dass es hält. Sekundenkleber, ich bin mir sicher, dass man es auch wieder aufbringen würde. Man kriegt Sekundenkleber eigentlich auch immer wieder gut weg, außer man hat ihn an den Fingern. Dann hat man einfach verloren. Die kleben wir zusammen und dann geht es wieder ans Löten. Ich glaube, das stellen wir jetzt mal vorsichtig hier nach hinten. So. Ja, das wird schon. Alles gut. Hinterachse, genau das gleiche, das hier trocknet immer noch, glaube ich. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel drauf. Ach, wer weiß. Wir machen auf jeden Fall weiter. Hier hinten haben wir die Träger für die hinteren Motoren. Die habe ich auch da. Und ich schätze, dass es hier, ja, der geht gerade so passend rein. Von dem her machen wir das ganz genauso. Das heißt, machen wir ein paar Lötkleckse hin.
weil dann sind diese Arbeiten nämlich auch schon fertig. Und wir können uns den nächsten widmen und haben wieder ein bisschen mehr Platz hier. So. Also dann basteln wir den da wieder hinein. Wird den gleich festschrauben. Kommt da rein zum Löten. Wo ist denn? Das ist schon arg eng. Ja, aber das geht. Ich glaube, das geht. Ich schraube es jetzt mal gleich fest. Dann wackelt der zumindest nicht mehr rum und der ist jetzt schon gerade, bevor ich da mit meinem Gelöte umeinander tue. Ich glaube, das ist gar nicht... Upp. Tja. Ich muss mir irgendwie vorne halten, den Motor. Die Finger sind zu kurz. Schraubenzieher. ist schon überhaupt, das ist schon hart an der Grenze von dem, was Spaß macht. Jawohl, also der Motor ist schon mal drin. Und den zweiten vielleicht auch gleich rein. Oder sollen wir warten? Ah, jetzt machen wir erstmal einen fertig. Dann sehe ich, wie es läuft mit dem Löten in diesem Loch da drin. Alternativ habe ich mir schon gedacht, man könnte hier einfach dieses Loch auch nach oben als Langloch aufmachen. Dann könnten wir das vorher löten und einfach da reinstecken und das Kabel hinunterführen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, jetzt wird es dann echt eng da drin und dunkel vor allem. Schauen wir mal, ob wir da mit dem Lötkolben überhaupt so tief reinkommen. Sonst muss ich mir... Die Ironie ist ja Plastik und der heiße Lötkolben sind jetzt auch nicht unbedingt die besten Freunde. Ah, da oben sieht man es schon. Ah, das gefällt mir nicht. Also das ist jetzt eine Frickelarbeit. Ist zwar gut gemacht, ich sage ja, vielleicht stelle ich mich auch echt blöd an, aber vielleicht ist das auch alles anders gedacht, als ich das jetzt mache. Aber ich folge jetzt einfach mal laienhaft der Anleitung hier. Also hier, ja, das passt. Also schaut gut aus. Es ist auch möglich. Hier oben bin ich ein bisschen mit dem Lötkolben hingekommen. Man sieht, weil das Plastik, das schmilzt natürlich sofort. Gell? Also da darf man sich nichts erlauben. Keine Ausrutscher. Deswegen. So. Schrauben wir gerade den zweiten auch fest und löten ihn an. So, also der zweite sitzt auch drin. Und auch hier werden wir jetzt die Kabel noch hineinpopeln. Irgendwo ist mein schwarzes Kabel wieder abhanden gekommen, habe ich so das Gefühl. Wo ist mein schwarzes Kabel hin?
Das liegt hier mit Sicherheit irgendwo und ich sehe es bloß wieder nicht. Blind wie ich bin. Tja. Das ist, wenn es so verkruschelt hier ist. Mehr. Ja, dann machen wir hier einmal kurz klar Schiff und hoffen, dass es nochmal hier irgendwo auftaucht. Das waren die zwei. Das sind die zwei, das sind die zwei. Tja. Weg ist es. Aber hier ist noch eins. Also ich würde hier ein Langloch reinmachen. Bei näherer Betrachtung würde ich einfach das Ding aufmachen, ganz vorsichtig da. Ja, ist okay. Also Kabel sind drin und auch hier müssen wir ein bisschen was machen. Die Achsen 13 und 15 werden mit dem Mittelstück 14 verschraubt. Also gelötet haben wir alles. Kann man eigentlich mal schnell hier zur Seite räumen. Und jetzt kommt das Mittelstück hier hinein und wird auf die Achsen rechts und links mit 4×K18×5. Das sind die gleichen Schrauben, wie wir vorhin schon hatten. Hier sind auch wieder so nette Löcher drin. Da wird es verschraubt. Und hier braucht ihr auch wieder diesen Miniatur-Torx. Also ich finde es super, dass die Schrauben dabei sind. Ich finde auch diese kleinen Torx-Schrauben ganz, ganz süß. Sie machen ein bisschen mehr her wie jetzt Schlitz- oder Kreuzschrauben, aber man braucht halt das passende Werkzeug dazu. Also ich muss echt sagen, das ist sowas. Man muss halt mehr Werkzeug parat liegen haben, als wenn man jetzt... Das wohl absolut Unpraktischste, wenn man ein Video über den Zusammenbau eines Bausatzes aufnimmt, ist natürlich, wenn die Kamera zwischendrin den Geist aufgibt. Ihr habt doch gesehen, ich schraube hier die kleinen Torx hinein und bin dann hier mit dem nächsten Schritt weitergemacht. Das heißt, ich habe hier diese kleinen Poppel auf die Vertiefung aufgeklebt. Da ist in dem Druck selber eine kleine Vertiefung. Habe ich auch mit Sekundenkleber festgeklebt, bis ich jetzt mich um das Kameradebakel gekümmert habe, ist das auch schon wieder fest. Ich tue es trotzdem zur Seite und hier kommen später übrigens die Federn drauf. Und wir blättern wieder zurück, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Nach dem Aushärten montieren wir das Servo. Zur Anlenkung reicht eine 1 mm Stange. Hier hatte ich schon gesagt, hier habe ich so eine 1,2 mm, hat jetzt die hier. Und das werden wir auch mit dieser hinbekommen. Schauen wir mal, dass wir hier das Servo hinbekommen und wie das Ganze hier zusammengehört. Hier oben kommt diese Stange drauf. Und hier sind Schrauben auch mit dabei. Das sind die 3×15, die beiliegen. Kommen hier hin. Dann wabbelt das schon mal nicht mehr hier so in meinen Fingern hin und her. Also ich bin, wie gesagt, nach wie vor, ich weiß nicht, war das vorhin schon drauf oder nicht. Also ich bin absolut begeistert von dem Druck. Das läuft hier alles wunderbar geschmeidig. Man muss fast nichts nacharbeiten. Und genau, hier brauche ich jetzt diesen
Zweier Inbus, habe ich auch schon erwähnt. Und hier kann man schön festziehen. Das ist eine Stoppmutter. Auch hier, ich empfehle mal einmal festziehen. Also nicht fest, dass alles zu spät ist, sondern einmal festziehen, einmal zurück. Und gucken, bis es relativ wunderbar, spielfrei, ganz leicht zu bewegen ist. Also auch hier einmal festziehen und eins, machen wir mal zwei zurück. Machen wir mal, ja, super. Also, das läuft wie Butter. Klasse. Also, bis jetzt bin ich absolut begeistert. Jetzt kommt hier der Servo hin. Da waren keine Schrauben. Der Servo hat ja selber Schrauben mit dabei. Ob der Servo was taugt, weiß ich nicht. Das ist ein MG90S von China. Servo. Wenn ich mich nicht irre, habe ich die mal irgendwo in so einem 5er-Päckchen, 4er-Päckchen, was weiß ich, gekauft. Ich habe noch ein paar davon da. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt da habe. Ich glaube, ich wollte die großen kaufen, habe mich verklickt oder so, wer weiß. Keine Ahnung, die liegen auf jeden Fall auch schon lange rum. Ich hoffe, die sind was. Ansonsten gibt es neue, andere, bessere, keine Ahnung. Auf jeden Fall passt die Größe. Wie gesagt, sind Mikroservos. Und so sieht das Ganze dann aus. Damit die Lenkung auch funktioniert, kommt jetzt hier noch das Servohorn hin. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass das Ganze mittig ist. Also einmal Servotester. Signal ist oben. Schauen wir mal, ob er das mag. Jawohl. Also funktioniert tut er auf jeden Fall. Und dann das Servohorn hier auf. Und jetzt brauchen wir das Stück Draht, wo es auch immer hin ist. Da. Und wie hat der Kollege das hier gemacht? Okay. Machen wir das auch so? Ich glaube ja. Ich biege das jetzt hier mal ein bisschen an. Also ich habe noch nicht, eigentlich wirklich noch nie, so mit diesen Dingern hier gearbeitet. Deswegen mal gucken, ob das so Sinn macht. Ja. Also ich habe jetzt hier mal so eine Welle reingebogen, wo ich das hier einhängen kann. Sollte ja so funktionieren, oder? Jawohl. Und jetzt zwicken wir hier mal ein bisschen ab. Damit wir hier nicht mit kilometerweise Draht hantieren müssen. Tja. Wie stellt man es jetzt hier ein? Sagen hier. So. Macht man das so? Keine Ahnung. So. Und hier stoßen wir jetzt an. Also hier haben wir einen relativ starken Einschlag, das ist okay. In die Richtung stoßen wir hier an unserem eigenen Draht. Okay. Wie ist das hier gelöst? Ich biege das jetzt hier nochmal zurück und werde hier vielleicht das Ganze von
Ja, aber der kommt ja so oder so darüber, gell? Macht das Sinn, den nach oben zu montieren? Kommt denn der später hier rein? Und das kommt ja ins Modell. Das hier ist oben. Ich glaube, ich mache das nach oben. Ich glaube, ich muss gucken. Ich schaue, dass ich mit dem Platz hinkomme. Aber ich werde das wohl oben rum machen. Irgendwie. Guck mal. Ja, also so kriege ich jetzt natürlich einen wahnsinnigen Einschlag. So komme ich wirklich aufs Maximum. Also bis hier das ansteht. Aber ich brauche natürlich auch den Platz nachher im Modell oben. Ich hoffe, den habe ich. Das weiß ich noch nicht. Ich lasse das jetzt mal so. Unten gefällt es mir einfach nicht. Also wenn ich das unten hin mache, ich habe natürlich immer das Problem, wenn ich das unten mache und ich habe das jetzt hier unten stehen und ich lenke in die Richtung, dann kommt der hier raus und stößt unweigerlich gegen das Servohorn. Und ich wüsste jetzt nicht, dann müsste ich das Horn kürzen. Und zwar massiv. Geht das? Können wir das mal probieren? Also hier seht ihr das Problem. Wenn ich jetzt hier rüber lenke, dann komme ich hier, stoße ich hier immer mit dem zusammen. Das heißt, ich müsste jetzt hier einiges weiter oben anlenken. Eigentlich auf der gleichen Höhe, wie das ganze Ding ist. Wir nehmen mal das dritte Loch von oben. Wir probieren das. Oder? Wir probieren das jetzt. Das dritte Loch nehmen wir. 1, 2, 3. Ja, den nehmen wir mal raus. 9. Also wenn ich den jetzt hier einhänge und gerade rüber gehe, okay, das jetzt mal hier, wo ein Knick hin muss, und dann biegen wir das gleich mal richtig. Test mal. Ich glaube, das ist viel eine Sache der Einstellung dann. Ja. Also es wäre besser, aber auch hier stehe ich natürlich irgendwann mit der Strebe hier an meinem Lenkhebel an. Deswegen, also ich fand die Idee, das nach oben zu setzen, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das wird auch so umgesetzt. Ich stelle jetzt mal in die Mitte und ich lasse das jetzt mal so. Denn ich bin mir sicher,
ich, wenn ich das nachher einbaue, dann finde ich da die Richtung, die ich mir vorstelle. Machen wir mal da rein. Da wäre noch sogar ein Servohorn als Ersatz. Aber ich habe das eine jetzt noch nicht abgeschnitten, deswegen das passt. Also so sieht es jetzt momentan aus. Gefällt mir. Dann kommen wir zu dem nächsten Part, nach dem Ausschneidarbeiten am Fahrzeug. Ah, okay, jetzt müssen wir aber erst ausschneiden. Da haben wir auch Ausschneidarbeiten. Einpassen. Hinterachse, Feder, Ausschneidarbeiten. Jawohl. Ich räume hier noch ein bisschen kurz auf und dann widmen wir uns dem Ausschneiden.